Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Zuschauer von Promi-Geflüster. Wir melden uns heute aus Meierhofen anlässlich einer CD-Präsentation, und zwar die CD-Präsentation der Gruppe Zillertal-Bur. Wir sind hier im berühmtesten Ort vom Zillertal. Das Zillertal ist ja das Tal der Musik, das aktivste Tal der Welt wird es auch genannt. Und heute präsentiert die Gruppe Zillertal-Bur ihre dritte Produktion. Schneidig, Riebig und wie heißt sie noch? Super drauf. Lieber Frank, du weißt, was schneidig ist, was super drauf ist, aber weißt du auch, was riebig ist? Tja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und ich denke mal, es wäre auch ganz gut, wenn wir das vielleicht mal unseren Zuschauern, die draußen in Deutschland oder auch in der ganzen Welt mittlerweile ja zuschauen, das vielleicht mal ganz kurz erklärt. Ja, Riebig, das bezeichnet man eigentlich im Zillertal, der Rieb von den Harmonikaspielern. Oder die haben ja eigentlich alle eine eigene Art, wie sie die Harmonika spielen im Zillertal. Und da gibt es eigentlich die, die sich ein bisschen auskennen bei der Musik, die kennen an jedem Harmonikaspieler außer. Und das heißt man den Rieb, wie er spielt. Ah ja. Das ist Riebig. Ah, okay, dann ist das auch mal erklärt. Jetzt wollte ich mich eigentlich hier mal so richtig schön gemütlich niederlassen. Wir sind zwar hier in einer schönen, urigen Almhütte, wie man vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen sehen kann, aber hier gibt es so eine richtig schöne Lounge, also total was anderes, ein Separé. Roland, wie fühlst du dich hier wohl? Ja, eigentlich recht gut, wenn ich so schaue, die vielen Champagnerflaschen und so weiter, aber die haben nicht mehr getrunken, lieber Frank. Gell? Also, das sollte man den Zuschauern schon sagen. Vollgas rund um die Uhr, Zillertal-Bur, muss man sagen, da sind wirklich 13 ganz, ganz tolle neue Stücke drauf, also alles vom Walzer über den Bayerischen, sogar der volkstümliche Schlager ist oben und neben mir ist schon der erste Mann, nämlich der Andi, der Andreas, er spielt die steirische Harmonika, den E-Bass und ist auch ein ganz begnadeter Sänger. Andi, wie fühlt man sich jetzt knapp vor der CD-Präsentation? Ja, ein bisschen nervös, angespannt. Aber sollte zu den Grenzen. Du magst auch das Management und vor allem bist du auch ein ganz begnadeter Komponist und ein begnadeter Texter. Ja, Sänger, das kann jeder für sich halten, wie der will, nicht, aber texten tue ich auch ein bisschen und komponieren, aber nicht so viel. Also rund die halbe CD, sowas haben wir selber geschrieben. Aber eigentlich mit Markus miteinander, die halbe CD. Neben dir ist eigentlich der Conferencier der Gruppe, der Michel. Genau, so ist es. Michel, du gibst eigentlich den richtigen Rhythmus an. Du spielst die Gitarre, die E-Gitarre, den Gesang und wie gesagt, du bist der Conferencier, aber du bist auch der Jüngste von allen. Ja, ich bin auch der Jüngste, obwohl es bei uns nicht so tragisch ist, weil wir sind eigentlich alle im gleichen Jahr geboren, aber halt einfach von den Monaten her bin ich der Jüngste. Aha, das heißt, ihr seid momentan alle gleich alt. Ja, genau. Gut, und dann gebe ich dir wieder das Mikrofon, Frank, nämlich dem Markus, dass du ihn ein bisschen interviewst, was er alles macht. Was hast du jetzt bei der neuen CD, was sind bei dir da die Stücke drauf, die dir gefallen? Ja, mir gefallen es mir eigentlich alle. Und vier oder fünf haben, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, vier, ich glaube, haben wir und Tandem miteinander gemacht. Und ich spiele Keyboard-Spiele und steirische Harmonika. Also auch eine tolle Sache. Und wie ist es jetzt heute Abend? Mit welcher Spannung geht man ran, wenn jetzt die neue CD dann kurz vor der Taufe steht sozusagen? Momentan hält es noch in Grenzen die Nervosität, aber es wird noch kommen. Aber wenn das erste Stück viel ist, dann glaube ich, ist die Hauptsache gemeistert. Sehr gut. Jetzt haben wir uns ja letztes Jahr schon mal getroffen, da haben wir schon mal ein kleines Interview gemacht. Und was hat sich seitdem sonst so getan? Wo seid ihr überall unterwegs? Wo sind die Auftritte überall? Ja genau, wir wohnen letztes Jahr, glaube ich, in Wattens beim Schwarzen Adler. Genau. Und in der Zwischenzeit wohnen wir einmal bei einer Fernsehsendung, bei immer wieder sonntags wohnen wir mit dabei, bei der Sommerkönig-Hitparade, glaube ich, hat die geheißen, wohnen wir mit dabei. Und natürlich auch ein volles Terminjahr haben wir gehabt, also wir waren super zufrieden wieder, einen vollen Sommer. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptsache, dass das passt. Genau. Die neue CD, ich meine, wird ja jetzt erst gleich mal präsentiert, aber wir haben sie, glaube ich, schon hier. Der Roland hat sie schon mal eingesteckt. Da muss ich mal in die Kamera halten. So sieht sie aus, die neue. Schneidig, riebig, super drauf. Der Titel und, wie gesagt, tolle Titel drauf. Wir werden, denke ich mal, alle davor heute Abend noch zu Gehör bekommen, oder? Ja, genau. Wir machen natürlich zuerst eine kleine Aufwärmrunde auf unsere Art und dann gibt es natürlich die CD-Präsentation dann.
spielen wir natürlich die Titel dann vor von der CD. Ja, und dann heute Abend hier in der kleinen Lounge dann noch feiern, oder wie läuft der Abend ab? Vielleicht mal an Andreas nochmal. Ja, wir präsentieren die CD und dann spielen dann noch die originalen Zillertaler nach uns. Da widmen wir uns dann die Fans und die fleißigen CD-Käufer und dann spielen wir dann einmal eine Schlussrunde und lassen das ausklingen. Die CD habt ihr aber nicht in Tirol aufgenommen? Nein, die haben wir in der Steiermark in Volzberg bei Michael Oswald haben wir die aufgenommen. Und den Vertrieb macht aber? Tiroles. Wunderbar. Wer mehr wissen will über euch, über Zillertal pur, Michael, wo kann er das erfahren? Ja, natürlich auf der Homepage auf www.zillertal-pur.at und auf Facebook sind wir natürlich auch vertreten. Also vielleicht klickt uns der ein oder andere an, ist eine super Werbeplattform Facebook. Da hat uns gefreut, wenn Sie mal hineinschaut. Wunderbar, Frank, dann deine Schlussworte. Natürlich freuen wir uns jetzt auf einen schönen Abend und auf die neue CD von Zillertal pur. Und dann würde ich einfach sagen, ja, Roland, ich bedanke mich, dass du mal wieder mitgemacht hast. Die Co-Moderation, wenn wir schon hier im Zillertal sind, gar keine Frage, denke ich mal. Da unterstützt du mich ja immer sehr gut. Und euch viel, viel Erfolg bei der neuen CD, dass ihr wirklich wieder den Status erreicht, den ihr euch wünscht. Hoffmann, Dankeschön, vielen Dank. Und vier Dank. Servus, genau. Im Vorprogramm so richtig Stimmung gemacht hat das Schneiderwirt-Trio. Das sind eigentlich die musikalischen Botschafter aus der Steiermark. Und sie, ja, sie wollen das Kulturgut der Kernbaum hinaustragen. Das sind ja Verwandte. Der Gottfried neben mir, das ist der Schneiderwirt. Ja, ich bin der Schneiderwirt und wir haben ja eine direkte Verbindung zu den Kernburm. Also nicht nur, dass wir gerne die Lieder spielen, sondern wir sind ja direkte Nachkommen. Gell? Also der Markus Kern ist ja ein Enkel, also sein Opa hat bei den Kernburm gespielt, die Trompeten. Der Manfred Begnitter, er ist ein Neffe von Posaunenfritz, der die Posaune gespielt hat bei den Kernburm und das ist auch mein Vater, der bei den Kernburm gespielt hat mit der Posaune. Und wir haben uns also im Auftrag der Kernburm sozusagen das auch also zum Auftrag gemacht, dass wir die schönen alten Lieder spielen, ein paar Neige dazu. Und stell dir vor, jetzt haben wir sogar ins Zillertal gekommen mit der Musi. Wunderbar. Und was verbindet euch jetzt mit Zillertal pur? Ja, sie haben ja bei unserer CD-Präsentation auch gespielt. Und kennengelernt haben wir sie in Bayern beim Auftritt. Und verbinden, ich glaube, wir vertragen wir gleich viel. Sie haben gleich viel Maß gesoffen und wir auch. Das ist einer Dorsten selber. Achso, das ist das öffentlich, oder wie? Die Steirer sind also durstig gesehen, oder? Naja, die weite Anreise natürlich, da gehört schon der Durst. Da sieht man eben, da fliegt all das, um Gottes Willen. Ich bin meistens der Fahrer, bin zigmal um die Welt gefahren. Ich darf nur Wasser, deswegen bin ich auch der Schmölleri. In der Steiermark hat es übrigens einen Unfall gegeben, ganz einen furchtbaren. Ja, das war tragisch. Wir haben ja einen Postbeamten, ich habe gehört, du hast das einmal gelernt und bei uns in Volzberg, ist hier in die Zeitungen gestanden, ist ein Postbeamter, ist also ein Schneck, ist ja von hinten reingerannt und das war tragisch. Ja. Also drei ganz, ganz lustige Buben, kernige Buben, das Schneiderwehr-Trio. Ich wünsche euch alles, alles Gute, macht weiter so und ich bin überzeugt, wir sehen uns demnächst wieder. Danke vielmals und alle Hörer und Seher, alles Liebe vom Schneiderwehr-Trio. Der Chef vom Gasthof Brücke und auch da vom Brückenstadl, der Hans-Jörg Schneeberger, ist jetzt bei mir. Hans-Jörg, einmal Gratulation. Ich glaube, das war ganz eine tolle CD-Präsentation. Es war einmalig. Die jungen Buben haben frisch und munter aufgespielt. Die Leute waren begeistert. Und heute haben wir natürlich einen Abend ausgewählt, wo sehr, sehr viele andere Sachen passiert sind. Sprich jetzt Österreich gegen Schweden. Der Hansi Hinterseher im Meierhofen. Die Zellberger Buben in der Sennerei. Und dass wir auch noch ein volles Haus haben, ist eine Sensation. Ihr habt ja den ganzen Sommer über täglich Veranstaltungen. Nicht den ganzen Sommer, aber ab Anfang Juli, jeden Tag, eigentlich die besten Zillertaler Musikgruppen. Und die werden wir uns sicherlich noch einmal das nächste Mal zu unserem Mikrofon bitten. Hans sagt alles Gute, Dankeschön. Dankeschön. Ja.
Schönen Abend noch. Ein Gast auch heute hier bei der CD-Präsentation, ein bekannter Zillertaler Musiker von die Zillertaler Mander, Albin Fankhauser. Albin, grüß dich und schön, dass du mit dabei bist. Hallo Roland, grüß dich, herzlich willkommen. Ja, hier haben wir heute mal Zeit genommen. Wir haben zwar heute früh von der Schweiz gekommen, aber man denkt, mein Selinette Mander, als wie die Zillertaler Bur, was ich ganz gut kenne, persönlich und privat, wenn ich heute die CD präsentiere, auf nehmen wir gerne eine Weile. Und ich muss sagen, ich bin überwältigt, an so schneidiger Musik, richtig Zillertaler, sperrig. Super, danke. Und was noch den Abend sehr aufgewertet hat, das muss ich dir auch noch sagen, als alter Fankhauser-Freund, deine Moderation, deine herzliche und professionelles Auftreten. Dankeschön. Ja, Albin, alles Gute. Dir auch, vielen Dank. Zwei fesche Zillertalerinnen habe ich jetzt erwischt, und zwar bei einer Rauchpause vor dem Lokal. Wie hat es euch gefallen? Gut, ganz gut. Was hat dir am besten gefallen heute in der Serie? Ja, die Mandarin voll schneidig, Michel vor allem. Und jetzt geht es richtig auf oder rund dann bis in die Morgenstunden? Ja, huren gehen wir noch nicht. Ne? Was hat dir sonst an der CD-Präsentation am besten taugt? Alles. Sind es die Stickeln? Ah, die Stickeln und die Manda, der ist einfach super. Ne? Ist der Schmiss? Ja. Ist es das sogenannte Riebige? Ja, das Riebige ist sowieso. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, danke dir. Alles Gute. Danke. Tolle Stimmung jetzt hier, während die Original Zillertaler aufspielen. Bei mir eine hübsche Frau. Bist du eine Zillertalerin? Ja. Woher? Aus der Ascher. Und wie hat es dir gefallen, die CD-Präsentation? Ganz gut, ganz gut. Hat dir die CD-Präsentation auch gefallen? Also gewaltig. Eine Sensation. Was war so sensationell? Die ganze Aufbau und Aufbereitung, die Moderation und natürlich die Musik war ja ein gewaltiges Fenster. Volksmusik für ihn? Volksmusik, super, super. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke, Elbert.